Hey, ihr kleinen Nasenbären, na? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild hier mit eurem Captain Dax. Wir spielen heute ein bisschen Tiger und ich gehe wieder spazieren. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Let's go. Auf dem See ist wieder nichts los, wie ich es hasse. Sonst rennt hier mindestens immer ein Tier von der einen Seite zur anderen. Aber heute, nö. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Oh ja. Oh, okay, okay. Wir haben da zwei, die haben sich gern. Oh, was ist denn hier los? Sind wir Mitte auf der Flucht? Ich glaube, den muss ich schießen. Erstmal. Luft. Ich brauche Luft. Und... den schieße ich doch nicht. Hätte einfach die Luft gefehlt dafür. Aber ich habe zumindest einen Bären und ein Rentier geschossen. Schön. Schönes Ding. So muss es sein. Ist das da vorne potenziell ein Gefahrpunkt, wo die Bahn entgleisen könnte? Also es sieht zumindest so aus, ne? Da wurde einfach schlampig gearbeitet. Und ich sag euch gleich, ne? Also... Nicht nur Kranplätze, sondern auch Gleisbetten müssen verdichtet sein. So, erstmal unser Rentier. Silber Doppellunge. Schön. Schönes Tier. Was wäre Gold gewesen? 311. Ja, das hat er leider nicht gehabt. Egal. Übrigens, falls ihr euch die Screenshots von meinen Abschüssen, also die Killscreens, nochmal ansehen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Und in meinem Discord habe ich einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da poste ich alle Streamabschüsse, alle Abschüsse aus den Videos. Da könnt ihr alles nochmal nachschauen. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Eure Dias, eure besonderen Farben, was weiß ich, gescheckt, albino, melanistisch, was auch immer. Postet es einfach rein, auch eure Goldtiere. Ich schaue mir das alles an und die Community natürlich auch. Viel Spaß dabei. Immer noch ein Warnhof von einem Braunbären. Ich habe den ersten Braunbären noch nicht gefunden, aber wir gucken mal, ob wir vielleicht den da sehen, der uns gerade gewarnt hat. Ich habe zumindest den Bären wieder gefunden, den wir geschossen haben. Da vorne liegt er. Oh, da ist der andere. Ich hoffe, er flieht jetzt nicht. Nein, noch nicht. Ich bin leider von hinten. Komm, stell dich nochmal auf. Oh, okay. Ich hoffe, wir haben ihn gut getroffen. Das sah jetzt erstmal nicht so aus. Schauen wir uns an. Oh, da ist noch ein zweiter. Hier ist Braunbär-Action. Ja doch, wir haben ihn gut getroffen. Ist nur langsam gedroppt. So, auf jeden Fall haben wir hier den ersten. Der ist Gold. Schön. Schönes Ding. Oh, Leber. Muskelleber. Okay. Also ich habe tatsächlich zwischen den Lungen durchgeschossen auf die Leber. Naja, immerhin. So, jetzt gucken wir uns den da oben an, den ich auch geschossen habe. Den mittleren, glaube ich. Silber. Single Lunge. Schön. Top. Da ist ein Luchs. 100 Meter. Ja, probieren wir aus. Oh ja. Top. Luchsweibchen geschossen. Sehr nice. Leider nur Bronze. 18,5 ist Silber. Schade. Hier vorne haben wir anscheinend wieder einen zugefrorenen See. Da könnten wir Glück haben, dass wir da was sehen. Was über den See möchte. Das ist natürlich auch immer auf der Map, also das sind die besten Spots, ne? Wenn ein Tier über den See möchte, dann schießt er das eigentlich ziemlich gut. Natürlich ist der See auch zugefroren, ne? Aber die haben ja trotzdem Trinkzeiten an dem See. Ich weiß zwar nicht, wie die trinken, aber auf jeden Fall kann man an Seen natürlich auch immer Tiere sehen. Kleiner Wortwitz, ne? Oh, Wildschwein. Wildschwein.
Wildschwein. Erwischt. Sehr gut. Das war wieder so eine random Begegnung. Ne? Der war schon alarmiert. Ich musste handeln. Sonst wäre er abgehauen. Das geht natürlich nicht. Ein silbernes Wildschwein. Schön Single Lunge. Ja, Gold wäre ab 98. Oh ja, okay. Schönes Tier. Na gut, was heißt schön? Naja. Er hat seine Highlights, ne? Übrigens sind auch viele Videos, die ich hier poste, Stream-Uploads, also gecuttete Stream-Uploads, wo ihr das gar nicht merkt vielleicht, wo ich die Chat-Interaktion rausgeschnitten habe oder die Alerts rausgeschnitten habe. Und falls ihr auch mal im Stream mit dabei sein wollt, der Link von meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Oh lol, was ist das? Was zur Hölle ist das? Was ist das? Wie kann ich das aufheben? Ist das ein... Ein Mammutstoßzahn. Okay, alles klar. Cool, cool, cool. Da ist ein Dreier Rentier. Erwischt. So, schauen wir uns mal an den Burschen. Der war ja ziemlich schnell down. Silber. Ja, und... Lunge, Herz, Knochen, alles Mögliche getroffen. Toll. Top. Oh ja, da ist er. Er dreht sich im Kreis. Okay. Okay, wir haben ihn erwischt. Ein Vierermännchen. Okay. Er ist aber auch nur Silber, ne? Glaube ich. Ja, Silber. 284, 311 ist Gold. Aber schöne Doppelunge. Ist auch die Map mit den rausten Hängen, wo man immer springen muss, um hochzukommen, finde ich. Also, das hat man sonst selten. Das ist so unwegsam, ist das Gelände, ne? Es war tatsächlich in meiner Anfangszeit von The Hunter eine meiner Lieblingsmaps hier, weil man natürlich in der verschneiten Gegend die Tiere besser sieht. Also vor allem diese Seen, wo dann mal von einem Ende zum anderen gelaufen wurde und dann konnte man die Tiere schön schießen. Das war halt so eines der ausschlaggebenden Argumente, warum ich dachte so, das ist eine echt coole Map. Also klar, es ist immer noch eine echt coole Map, aber es gibt natürlich sehr, sehr viel bessere Maps. Rumpfschrei, Moschustier. Sind die weiblichen Moschustiere auch in Wertung zu schießen? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube nicht, ne? Das ist wie ein Reh, oder? Dürfte eigentlich nicht in Wertung zu schießen sein. Oh, doch. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das in Wertung schießen kann. Probieren es aus. Na, nee, okay, doch nicht. Ich glaube, ich habe es doch geschossen. Okay. Nee, jetzt kann man nicht in Wertung schießen. Schade, aber ich habe einmal alles getroffen. Top. Auch nicht schlecht. Ich glaube, da vorne ist noch ein Stoßzahn von einem Mammut. Da gibt es natürlich auch Tiere. Leider auch nur ein Weibchen. Oh, hier vorne haben wir ein Männchen. Wenn der sich nochmal drehen könnte, wäre das mega nice. Ja. Top. Habt ihr das gesehen? Also manchmal hilft es tatsächlich mal, den X-Knopf zu drücken. X ist übrigens die... Also kann man pfeifen, ne? Weil sich dann die Tiere nochmal umschauen. Also wenn die schon nervös sind, dann schauen die... Hä? Wer hat da gerade gepfiffen? Von wo kam der Pfiff? Und dann... Bäm! Sehr gut.
Genau das sollte passieren. Top. Und da haben wir nämlich ein goldenes Moschustier. Alter, das Eckzähne. Ist das normal, dass die Viecher solche Eckzähne haben? Oder habe ich hier irgendwie so ein Vampir-Moschustier erwischt? Jedenfalls ist er Gold, der Junge. Doppellunge. Schön. Also solche Freiflächen sind schon geil auf der Map. Also das liebe ich, ne? Die siehst du halt schon von Weitem, die Tiere. Die sind meistens dunkel. Und der Schnee ist weiß. Aber hier haben wir auf jeden Fall den zweiten Stoßzahn. Geilomat. Ich habe Elche gefunden. Ein, zwei, Dreier. Und da drüben haben wir noch einen Dreier. Okay. Haben wir da nur ein Weibchen? Weibchen, Weibchen, Weibchen. Okay. Mal sehen, ob wir beide Dreier rauskriegen da. Nope. 300 Meter Schuss. Nee. Nee, den haben wir nicht getroffen. Okay, hier ist er. Leider der einzige Dreier echt, den wir geschossen haben an dem See. Schade. Aber, ja, naja, Silber. Ja, okay. Aber schöner Herztreffer. Guck mal einen an. Top. Erwischt. Ha. Es dachte, es kann mir entkommen. Aber nicht mit dem Dachs. Der Dachs hat alles unter Kontrolle und schießt alles ab. Oder nicht? Wie siehst du aus? Komm her. Hallo. Hallo. Ja, ja, ja. Du musst auch mal Hallo sagen, ja? Prima. Sehr gut. So, silberner Bock. Auch mit so langen Stoßzähnen. Eiszähnen, was auch immer. Na, schön Doppellunge. Finde ich gut. Also, ich habe einen Braunbären gehört. Der hat mich aber schon dreimal gewarnt. Schwierig. Obwohl ich Wind von vorn habe, obwohl ich sehr leise unterwegs bin, hat er mich dreimal gewarnt. Was will er mir damit sagen? Ach, na. Na, na. Ich bin mir unsicher. Könnte aber was geworden sein. Kann ich euch nicht sagen, ob das was war. Auf jeden Fall habe ich ihn getroffen, aber ob ich ihn gut getroffen habe, ist die zweite Frage jetzt, ne? Und nein, keine Organe. Hm, okay. Na gut, nee, doch, lassen wir in Ruhe. Er hat gekämpft, er hat gedodged und er hat mich ausgetrickst. Das soll belohnt werden. Mit dem Leben. Ja, der musste halt vor dem Weibchen weg, ne? Also hinter dem Weibchen weg. Damit wir ihn gut schießen können. Die hier vorne ist schon wieder sehr frech, weil sie weiß, dass sie nicht geschossen werden kann oder beziehungsweise, dass ich sie nicht schieße, weil sie keine Wertung gibt. Ich kann sich ja sehr sicher fühlen, weil ich werde bestimmt nicht schießen, um die Elche da hinten zu vertreiben, auf ein Tier, was keine Wertung bringt. Aber jetzt haben wir zumindest freie Schussfeld auf den Dreier. So, haben wir noch einen, den wir ausknallen können? Schwierig, ne?
Wir warten mal, dass die Elche wiederkommen. Wenn wir Glück haben, kommen die wieder. Ja, sehr gut. Können wir zumindest den einen Bock hier noch rausschießen. Das war jetzt auf jeden Fall der bestbewertetste und der auch der größte Dreier auf dem See. Doppelunge Silber, schön. Naja, warum nicht? So, das war jetzt hier der kleine Süße, der super kleine Süße. Auch Silber, okay. Ja, schöner Lungentreffer, top. Oh, da ist genau eine Fußspur drauf, ich kann das nicht scannen. Okay, wir müssen die erste Blutspur suchen, da vorne. So, der ist auch Silber. Ja, sehr gut. Oh ja, da ist noch ein Dreier-Elch. Moin. Na, aber wehe, du verletzt mich. Bitte greif mich nicht an. Dankeschön. Ja. Auch nur ein Weibchen. Das ist auch nur ein Weibchen. Bitte nicht umrennen, ja? Ja, ist ja gut. Geh weg. Geh einfach weg. Ich will jetzt auch nicht pfeifen, dass ihr irgendwie losrennt oder so. Das war knapp. War sehr knapp. Auf jeden Fall unser Dreier-Elch. Den haben wir gut erwischt. Noch einer. So, 170 Silber. Da ist ein Wildschwein. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal schnell den Elche suchen, damit wir das Wildschwein einsammeln können. Das Wildschwein, genau. Lol. Wo ist der Elch hin? Silber 154. Single Lunge. Top. Das ist unser Schwein in Silber. 54,10. Okay, ja, Gold wäre okay. Das ist aber ein großer Abstand zwischen Silber und Gold. Krass. Ja. Wildschwein. Wildschwein. Schön. Ein Wildschwein geschossen. Oh. Okay. Warte mal. So, erstes Wildschwein. Silber, 47,3. Weibchen, schön. Top. So, zweites Wildschwein. Hellbraun, Bronze. Weibchen. Ah, das sah irgendwie so crazy aus von der Farbe, ja, dass ich gedacht habe, das ist irgendwas Besonderes. Aber nö. Schade. Aber krass, dass man nach einem Schuss, also ich habe ja darauf geschossen. Und die müssten ja eigentlich schon nach dem ersten Schuss, müssten die alle flüchten. Aber anscheinend waren da noch welche. Und die waren auf jeden Fall schusssicher. Die haben auf jeden Fall nichts gehört. Die dachten sich, jo, nee, erstmal gucken, was da ist, ne? Bevor jetzt, sie kam zwar ein Schuss, ne, aber hier, es ist die Gegend hier ist eine schwierige Gegend, hier wird immer geschossen. Erstmal gucken, was da ist. Erstmal gucken, wer da geschossen hat, wer sich das einbildet, hier rumzuschießen. So. Neue Hütte freigeschaltet. Und damit würde ich auch sagen, war es das für heute mit der kleinen Runde The Hunter Call of the Wild hier in der Taiga. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wer es noch nicht getan hat, vergesst den Follow auf Twitch nicht. Vergesst das Abo auf YouTube nicht. Der Link für meinen Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Genauso wie für meinen Discord-Kanal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao!